Heute siehst du bei den Spielmanns. Wir wollen unseren großen Schlossputz machen. Und was kann ich machen? Kannst du mit mir überprüfen, ob auch alle alles richtig machen und nichts vergessen wird? Bote, wir haben einen Unfall. Der Doktor soll sich beeilen. Schnell, schnell. Ganz ruhig, Elsa. Der Doktor ist auf dem Weg. Er ist gleich da. Immer samstags, manchmal mittwochs, aber immer 15 Uhr. Familie Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Mir ist langweilig. Mir auch. Mir ist nie langweilig. Ich versuche einfach immer, wenn ich nichts zu tun habe, mit meiner Zunge die Spitze meiner Nase zu berühren. Aber du hast die längste Nase von uns allen. Das schaffst du niemals. Aber ich gebe nicht auf. Hast du es schon einmal geschafft? Nein, das ist ja das Gute. Deshalb ist mir nie langweilig, weil ich es nie schaffe. Aber was sollen wir denn machen? Ich möchte nicht, dass uns langweilig ist. Ich auch nicht. Versucht, mit eurer Zunge eure Nase zu berühren. Ich will das nicht probieren. Wieso? Meine Zunge ist zum Schmecken da, meine Nase zum Riechen. Aber ich muss ja nicht meine Nase schmecken. Ich muss auch nicht meine Zunge riechen. Ich kann ja auch nicht meine Ohren sehen oder meine Augen hören. Ja, was sollen wir dann machen? Wir können Garten spielen. Aber da fehlen immer welche. Wir können alle was malen. Aber das haben wir doch gestern erst gemacht. Lass uns nicht immer das Gleiche machen. Wenn wir immer das Gleiche machen, wird es irgendwann langweilig. Das wäre schade. Malen wird nie langweilig. Auch nicht, wenn du es jeden Tag machst? Ich glaube nicht. Also für mich schon. Aber ich habe eine Idee. Wisst ihr, was wir ganz lange nicht mehr gemacht haben? Wir haben ganz lange keinen Schneemann mehr gebaut. Ey, ihr habt doch mich. Stimmt, wir haben Olaf. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir haben lange nicht mehr Verstecken gespielt. Oh ja, gute Idee. Ich zähle bis 0, ihr versteckt euch. Auf die Plätze, fertig, los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich komme. Ob versteckt oder nicht, in ein paar Sekunden habe ich dich. Wo seid ihr? Ich hab dich, Anna. Du bist hinter dem Paravent. Mann, dieser blöde Staub. Wir müssen echt mal wieder sauber machen. Sonst kann man gar nicht richtig spielen. Lass uns alle zusammen aufräumen. Dann können wir weiterspielen. Alle, die mich hören können, kommt her, kommt her. Wir wollen unseren großen Schlossputz machen. Habt ihr Lust, uns zu helfen? Ja! Ja! Dann wäre es am schlausten, wenn wir uns aufteilen. Magd Dagmar, du gehst in die Küche und machst dort sauber. Okay. Magd Agathe, kannst du dich bitte um den Staub und um die Teppiche kümmern? Dann ist alles schön sauber und niemand muss mehr niesen. Ja, natürlich. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Hast du Lust, mit Wasser und Seife den Boden zu schrubben? Oh ja. Eimer und Besen findest du in der Besenkammer. Und was kann ich machen? Kannst du mit mir überprüfen, ob auch alle alles richtig machen und nichts vergessen wird? Und wenn noch jemand ein paar Hände braucht, packen wir mit an, okay? Super! Hier sieht ja alles schon sehr gut aus und es riecht so gut. Danke! Brauchst du noch Hilfe bei irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Bitte vergiss nicht, auch unter dem Tisch zu fegen. Natürlich nicht. Soll ich den Topf wegstellen? Vorsicht, heiß! Danke für die Warnung. Oh mein Gott, Entschuldigung, ist alles in Ordnung bei euch? Ja, ich habe mich nur erschreckt. Es tut mir wirklich leid. Ist schon okay, du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Nein, ich bin jetzt auch ganz fertig hier oben. Gut, kannst du dann als nächstes die Teppiche in unseren Zimmern putzen? Natürlich. Danke. Hey Elsa, Anna, schaut mal hier oben. Olaf, warte, wir kommen zu dir nach oben. Was machst du hier, Olaf? Ich,
bin mit dem Durchwischen schon fertig und will noch schnell die Schlossempore putzen. Das ist lieb von dir. Hast du schon alles gewischt? Ja, alles. Auch Annas und mein Zimmer? Natürlich. Auch dein Zimmer? Nein, das habe ich vergessen. Wieso das denn? Naja, also, wenn ich da mit Wasser den Boden schrubbe, wird das sofort zu Eis. Ich rutsche dann immer aus. Hast du denn die Fenster nicht zugemacht? Nein, das wird mir dann immer zu warm. Ach, Olaf, soll ich deinen Boden schrubben und die Fenster wieder aufmachen, wenn der Boden trocken ist? Würdest du das für mich machen? Natürlich, du hilfst mir ja auch oft. Jetzt helfe ich dir. Du bist die Beste, Elsa. Vielleicht hilft Anna mir ja sogar. Ja, ich helfe dir, dann sind wir doppelt so schnell. Genau, wenn man zusammenarbeitet, ist man viel besser. Ist es okay, wenn ich so lange draußen warte? Ihr müsst ja die Fenster währenddessen schließen. Natürlich, Olaf. Anna, wollen wir das jetzt sofort machen? Können wir. Dann komm mit Anna. Du kannst ihn... Au, 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 Elsa! Hilfe, Elsa! Au, 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 au. Elsa, Elsa, kannst du uns hören? Elsa! Aua! Wie ist das passiert? Aua! Ich bin über den Eimer gestolpert. Wer hat den Eimer denn da hingestellt? Oh, Elsa, es tut mir so leid. Das war ich. Es tut mir so leid. Bitte sterbe nicht. Wie geht es dir? Meine Arme tun so doll weh. Blöder Olaf, bescheuerter Olaf, böser Olaf. Immer muss ich meinen Kram überall liegen stellen. Ich bin schuld daran, dass es dir jetzt schlecht geht, Elsa. Das ist meine Schuld. Es tut mir so leid. Olaf, ist schon gut. Bitte sei mal kurz leise. Was sollen wir denn jetzt machen? Bitte ruft unseren Leibarzt. Der kann sich um mich kümmern. Gute Idee. Ich spreche mit den Boten. Bote, wir haben einen Unfall. Elsa ist die Treppe runtergefallen und jetzt tun ihr die Arme weh. Der Doktor soll sich beeilen. Schnell, schnell. Ganz ruhig, Elsa. Der Doktor ist auf dem Weg. Er ist gleich da. Es tut mir so leid. Soll ich dir ein Kissen holen oder so? Das wäre echt nett, Olaf. Was tut dir denn alles weh, Elsa? Besonders doll meine Arme, meine Beine ein bisschen, mein Rücken tut auch weh. Bist du böse auf Olaf? Nein, natürlich nicht. Er hat das nicht böse gemeint. Er wollte nur besonders fleißig putzen. Stimmt. Hallo, Dr. Salbe. Hallo, Anna. Wo ist Elsa? Kommen Sie mit. Hallo, Elsa. Wo tut es dir weh? Meine Arme besonders doll. Beine und Rücken ein bisschen. Elsa, deine Arme sind gebrochen. Ich muss sie beide eingipsen. Am besten sofort. Ich nehme dich mit in meine Praxis. Aber keine Sorge, in ein paar Wochen ist alles wieder in Ordnung. Und ihr Schmerz wird auch weniger. Okay. Und gut ist, dass all deine Freunde auf dem Gips unterschreiben können. Anna! Anna, wo bist du? In meinem Zimmer. Elsa kommt gleich. Der Bote ist schon eingetroffen und kündigt sie an. Da ist sie schon. Elsa, wir haben dich so vermisst. Olaf, Anna, ich habe euch auch so vermisst. Schön, dass ihr hier seid. Kann jemand meine Tasche reintragen? Meine Arme sind noch ein bisschen schwach. Ich mach das. Danke, Olaf. Du bist der Beste. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie noch heute. Oh, das war so spannend. Tolle Geschichte, Oma. Danke, Kinder. Seid ihr jetzt auch schön müde? Sehr müde. Und mein Bett ist ganz warm. Na, dann schlaf gut, ihr beiden. Bis morgen. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie-Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!